Hallo und herzlich willkommen zu Mikes Koch- und Backstudio. Heute möchte ich einen Salat machen, und zwar einen Partysalat. Den können wir schon morgens vorbereiten für abends. Und alles, was ich dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. Ja, was muss ich alles für meinen Partysalat haben? Was ich jetzt hier liegen habe, ist für etwa für ein bis zwei Personen. Ich habe hier einen halben Eisbergsalat. Dann habe ich hier vier Scheiben Gouda mittelalt, vier Scheiben gekochten Schinken, dann eine Dose Thunfisch im eigenen Saft, habe hier eine halbe Gurke, zwei Tomaten. Dann habe ich hier noch ein bisschen Petersilie und für das Dressing brauche ich einen Teelöffel Zucker. Ich habe hier Erythrit, das ist Zuckerersatz. Dann habe ich hier drei Esslöffel Mayonnaise, 200 Gramm saure Sahne, einen Teelöffel Senf, ja, und natürlich hier Salz, Pfeffer und dann brauche ich noch einen Esslöffel Öl. Wir fangen hier jetzt mit dem Dressing an. Ich gebe jetzt hier die 200 Gramm saure Sahne, die 3 Esslöffel Mayonnaise, den Zucker, den 1 Teelöffel Senf, und jetzt kommt noch 1 Esslöffel Öl dabei. Ein bisschen Petersilie. Und dann kommt noch Salz und Pfeffer dabei. Und das wird dann verrührt. Ja, und fertig ist schon unser Dressing. Und weiter geht es jetzt hier mit unserem Salat. Da gehen wir hin und schneiden den einfach hier runter. Ich teile den schon mal nochmal in der Mitte und gebe den dann in eine Schüssel rein. Einmal in der Mitte teilen. Jetzt kommt hier die Gurke dran. Ende abschneiden. Dann teile ich die einmal und schneide die nochmal durch. Dann teile ich die noch zweimal und schneide die dann in Würfel. Und na, was ist hier? Schneiden wir auch in der Mitte durch und dann schneiden wir
wie in Ringe. Und geben die dann dazu. Andere Hälfte. Nehmen wir uns den Käse, teilen den einmal quer und dann schneiden wir den auch in Würfel. Und der kommt dann hier auch hier oben drauf. Dasselbe macht man mit dem gekochten Schinken. Nehmen wir uns auch dann wieder. Und schneiden den dann auch in Würfel. Und jetzt kommen noch die zwei Tomaten. Und das Endstück ist immer für den Chef. Jetzt braucht man einen kleinen Löffel. Und jetzt kommt noch der Thunfisch hier oben drauf. Das Dressing hier oben drauf. Das rühren wir jetzt alles einmal kräftig durch. Geben jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer hier oben drüber. Und rühren noch mal durch. Ja. Und fertig ist der Partysalat. Ja, der Salat ist jetzt fertig und wir können Heinrich. So sieht mein schneller Partysalat aus. Jetzt wollen wir testen. Wunderbar. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen da. Rezept setze ich euch in die Infobox und schaut doch mal hier in meine anderen Videos rein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike.